So, gibt es jetzt Ton? Ich hoffe, dann fange ich jetzt nochmal an. Hallo ihr Lieben, das war denn jetzt Panne Nummer 2. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Und... No, danke schön. Ich hoffe, es bleibt bei diesen beiden Pannen. Panne Nummer 1. Mit Ton, sehr schön, danke. Panne Nummer 1 war gewesen, dass ich während der Wartezeit Run aus dem Teamspeak gesendet habe. Das war natürlich nicht beabsichtigt. Und dass ich ohne Ton starte, ist natürlich auch nicht beabsichtigt gewesen. Das sollte so nicht sein. Dafür sollten jetzt die ganzen Twitch-Alerts wieder funktionieren. Doch, ja, das sollte alles passen. Hoffe ich. Hoffe ich. Also, falls irgendwas nicht klappt, dann sagt nochmal Bescheid. Und dann überlege ich gerade, worüber ich noch reden könnte, bevor ich dieses Spiel starte. Habt ihr etwas, worüber ihr reden möchtet? Wobei ich euch vielleicht helfen kann? Oder Lebenshilfe bieten, bevor ich hier gleich ein absolutes Wrack bin? Well, finde ich schön. Dir ist jetzt schon gruselig. Lass uns doch darüber reden. Ja, ich befürchte auch, dass da gleich was Schlimmes passiert. Was ganz Schlimmes. Aber ja, ich zögere das jetzt mal nicht weiter raus. Ich glaube, jetzt sollte alles funktionieren. Ich habe zumindest jetzt nichts Gegenteiliges mehr gelesen. Von daher starte ich mal. Was sind Findings? Das will ich erstmal nochmal wissen. Ich habe hier nämlich noch nicht reingeguckt. Achso, okay. Gut. Etwas, was wir finden. Ich weiß bisher nur, dass wir in einem Wald sind, dass wir uns vor Kindern in Acht nehmen müssen. Und das ist im Prinzip so eine Art Slenderman, Five Nights at Freddy's Mix-Gedöns ist. Also, ja, Zora, das wird sicher lustig für euch. Während ich nachher noch eine Maschine wäsche mit den verschiedensten Hosen anschmeißen kann. Ja. Die erste Hose habe ich an, also, ja, keine Panik. Okay, es geht jetzt los. Los! Tja, mein Finger weigert sich. Es tut mir furchtbar leid. Los. Geht doch. Ja, mein Finger hat auch Angst. Der mag nicht so gern. Ja, das fängt schön an. Die Uhrzeit ist auch sehr schön, um sich in einem Wald aufzuhalten. Ich habe Angst, dass ich mich jetzt schon gleich erschrecke. Yeah, I've heard the story. No, it's true. It was a long time ago. The house burned down. The parents died, but their kids' bodies were never found. Dun dun dun. Guys, stop. You're creeping me out. Don't worry. I'll protect you. I'm serious. Get a room. Those kids used to play in these woods, but one by one, they disappeared. People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning, but the candles moved in the night. Stop it! Nobody would let their kids come up here after that. Like that guy last year? Like he didn't just skip town or something? Don't tell me you're buying this. No. I know one of the kids he was with. They were up here playing Wick, too. For real? Would you calm down? What was that? Someone's out there. Can we go back now? Quiet. Please? We're here. Don't take the blindfold off until we're gone. Good luck. See you at 6 a.m. If you live. Okay. Bis 6 Uhr. Wir haben es jetzt Mitternacht. Das heißt, wir müssen hier 6 Stunden durchhalten. In einem Wald. Im Dunkeln. Okay.
dachte jetzt, ich kriege über eins die Spielregeln, aber anscheinend nicht. Eine Kerze. Ich habe eine Kerze. Richtig, das ist eine Kerze. Na. Oh Gott. Würdet ihr bitte sämtliche Alerts lassen, weil ich habe mich gerade erschreckt, Val. Das war ziemlich unfair. Kann ich hier laufen? Ja, ich kann auch laufen. So. Muss ich hier irgendwo hin? Und ich glaube, ich habe gerade aus dem Augenwinkel gesehen, dass die Alerts nicht mitgesendet werden. Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, wäre das doof. Aber wie gesagt, war auch gerade nur mein... Oh. Ich bin sehr anfällig für Musik. Ja, ich stehe auf dem Friedhof, ist richtig. Vergesst es, Leute. Eine neue Kerze. Achso, nein. F. Ah, okay, wir haben auch Streichhölzer. Ernsthaft jetzt? Ich sterbe jetzt schon. Oh Gott, hätte ich doch bloß irgendwie, keine Ahnung, meinen Raum ganz hell gemacht oder so. Ich habe hier wirklich nur das nötigste Licht, damit die Facecam funktional bleibt. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Du siehst mich nicht. Ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr laufen. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Ist das da hinten eine Kerze? Ich glaube, ich brauche gleich eine neue, weil meine sieht irgendwie so klein aus. Da. Hoffentlich ist das Viech weg. Bitte, bitte, Viech ist nicht da, Viech ist nicht da, Viech ist nicht da. Oh. Wenn ich mir vorstelle, dass das alles noch schlimmer werden soll, dann sterbe ich heute noch. Ihr bekommt hier einen Live-Herzinfarkt zu sehen. Oh Gott. Ich habe Gänsehaut. Kinder sind böse, Kinder sind böse. Ich hab's ja immer gesagt, Kinder sind böse. Wann ist denn diese verdammte Stunde um? Das ist, glaube ich, die, die ich gerade weggestellt habe. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Gibt es hier überhaupt ein Ziel oder soll ich... Oh, Mann! Oder soll ich einfach nur überleben? Ich weiß es nicht. Ich hätte mich vielleicht doch vorher informieren sollen. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Ich bleib mal ein bisschen auf dem Weg. Oh Gott, ich hab so... Ich hab da was gehört. Warum ist das hier so neblig? Ja, das war hinter mir. Ich weiß es genau. Ich laufe gerade an der Kerze vorbei, aber das ist mir egal. Ich habe hinter mir was gehört und das finde ich nicht komisch. Oh, meine Kerze ist fast aus. Scheiße, ich brauche eine neue. Oh, fuck, 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 fuck. Ich brauche eine neue Kerze. Oh nein, meine Kerze ist gleich aus. Nee, doch nicht. Es sah eben so ganz, ganz wenig aus. Da war es schon wieder. Oh, okay. Ich kann auch nicht unbegrenzt rennen. Das ist
Bedauerlich. Ich brauche eine neue Kerze, verdammt. Da, da, da. Mach Licht, mach Licht. Ist das nur Verarschung oder... Gott, schon wieder. Mann, ihr macht mich kirre. Alter Scholli, ich habe so Angst. Ich habe gerade so Angst. Ich sitze hier. Und tschüss. Ah, von hier kam das andere Geräusch. Ich muss woanders hin. Hier ist eine Brücke. Ja, klar, weil ich Brücken so liebe. Oh. Hier ist noch eine Kerze. Wir wechseln diesmal lieber rechtzeitig. Oder auch nicht. Verdammt. Ich hatte gehofft, ich komme darüber. Ich will doch rechtzeitig die Kerze wechseln. Hat jemand eine Ahnung, wie lange so eine Stunde in der Nacht ist? Also dauert... Ich habe das Gefühl, ich spiele schon eine Stunde. Ich bin nämlich jetzt schon völlig K.O. Ich sitze hier und mir ist heiß und kalt zugleich. Und ich glaube, Leute, die dieses Phänomen bei Horrorspielen kennen, die wissen denn... Okay, erstmal wieder hinrücken. Schön. Die erste Stunde schon mal nicht überlebt. Das fängt ja richtig gut an. Richtig, richtig gut. Oh, alter Scholli. Mann. Okay. Auf jeden Fall immer schön die Kerzen mitnehmen und bei Geräuschen sofort reagieren. Weil ich habe jetzt nämlich mal gedacht, so okay, vielleicht ist das Geräusch auch nur zum Verunsichern und gar nicht als Zeichen, dass wirklich was hinter mir ist. Oder neben mir, aber jetzt wissen wir, es hat doch was zu bedeuten. Ja, kennen wir ja alles. So. Wir haben immer noch Mitternacht. Oh, Mann. Nimm die Kerze. So, ich versuche das jetzt mal ein bisschen ruhiger anzugehen. Die Bilder, verändern die sich? Ne, es sind die gleichen Bilder, glaube ich, ne? So. Jetzt mal einfach ganz ruhig und entspannt hier durch. Scharwenzeln. Okay. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, immer rechtzeitig die Kerze. Ich gehe jetzt mal in diese Richtung. Mal gucken, wo wir dahin kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob der Wald hier begrenzt ist. Das ist nur ein Vogel. Ein Piepsi. Gut, das war ein anderes Geräusch. Ich lauf. Da hing eben irgendwas am Baum. Okay. Anscheinend. Ich wage mich jetzt nochmal zurück. Oh Gott, okay, ich wage mich nicht zurück. Lass mich doch alle in Ruhe. Oh Gott. Nein, meine Kerze ist aus. Ich habe nicht mehr auf meine Kerze geachtet. Und ich weiß nicht, wo eine neue ist. Das wird gleich ganz schrecklich, Leute. Ich mag gerade gar nicht mehr gucken. Oh, verdammt, wo ist denn hier jetzt eine Kerze?
Toll, hier ist Ende. Dann wissen wir schon mal, es ist nicht unbegrenzt. Oh, super, ich kann jetzt auch nicht mehr laufen. Verdammt! Ich muss hier nur auf so eine dusselige Kerze achten. Wie kann man das denn so verkacken? Ja, lauf, lauf, lauf. Ich kann nicht mehr laufen. Es tut mir leid, ich kann gerade nicht mehr laufen. Vorhin stand hier noch eine Kerze, das weiß ich. Oh Mann.